mein Name ist Patrick Gerber, ich bin 23, wohne in Mossendorf und bin Medizinstudent. Und Sie haben einen Freund im Todestrakt? Genau, ja. Dieser Brieffreund wartet in den USA, im Bundesstaat Florida, auf seine Hinrichtung. Mein Name ist William Copshaw. Ich bin seit 21 Jahren im Gefängnis. Ich wurde zum Tode verurteilt, weil ich jemandem das Leben genommen habe. Ein Verein namens LifeSpark vermittelt seit fast 30 Jahren Brieffreundschaften mit Menschen, die in der Todeszelle sitzen. Und je länger ich mehr, was ich gehört habe, was der mir geschrieben hat, habe ich müssen sagen, nein, ich will es nicht 2 Tage aushalten im Gefängnis. Ich habe erwartet, Monster zu sehen, zu finden. Und ich habe Menschen gefunden. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn auch jemals wird das Datum kriegen für die Todesstrafe umzusetzen, dass er mich fast mehr trösten als ich ihn trösten in diesem Moment. In vielen Fällen entstehen tiefe Freundschaften. Im Wissen darum, dass das Gegenüber irgendwann hingerichtet wird. Medizinstudent Patrick Gerber lernt für eine Prüfung. Irgendwie immer mit dabei sein Brieffreund William Copshaw, seit einigen Jahren einer seiner engsten Vertrauten, trotz rund 40 Jahren Altersunterschied. In Bezug auf mein Studium vor der Prüfung versucht er mich immer sehr zu motivieren, damit ich wirklich herhocken, intensiv mich mit dem Stoff auseinandersetzen und mich auch nicht zu fest stressen vor der Prüfungssituation. Prüfungsstress im Studium beschäftigt den einen, die bevorstehende Exekution den anderen. Bei solchen Brieffreundschaften prallen Welten aufeinander. Wenn ich das mal gesagt habe, dass ich mich fast nicht dafür habe, ihm das zu sagen, weil ich ja nicht jammere, wenn ich schaue, in welcher Situation dass er sich befindet, wo er sagt immer, nein, unbedingt, erzähl mir es nur. Ich meine, das sind halt einfach Themen, die du aus deinem Blickwinkel in deinem Leben hast. Und ich halte andere, aber so unterschiedlich sind unsere Leben. Also, er möchte sogar, dass ich ihm davon erzähle. Er möchte Teil sein von meinem Leben und entsprechend auch Platz haben als Freund. Ja, das ist toll. Wenn er Urlaub macht oder mit Freunden essen geht, schickt er mir Fotos. Das gibt mir das Gefühl, dabei zu sein. Und das ist wunderbar. Durch ihn fühle ich mich zwischendurch wie ein freier Mann. Zumindest in meinem Geist. Patrick Gerber wollte sich sozial engagieren und las zufällig einen Artikel über Brieffreundschaften mit Menschen in der Todeszelle. Also meldete er sich beim Verein und bekam einen Gefangenen zugeteilt. Dem schrieb er zuerst Briefe, heute E-Mails. Würden Sie uns erzählen, was Sie getan haben? Lieber nicht. Wer meinen Namen googelt, findet viele Informationen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Patrick kennt die ganze Wahrheit. Ja, er schreibt, dass sie Streit hatten. Er ist gestorben, sie hat ihn betrogen, er war euch verletzt, es ist nicht so gelaufen. Wie er sich das vorgestellt hat, die Ehe, ist sehr überraschend gekommen. Er wollte reden, hat wie an Waffen wie mitgenommen, das Gespräch, aber er sagt ganz klar nie mit dem Ziel, sie quasi zu töten, sondern eigentlich mehr wie als Druckmittel, dass sie mit ihm reden. Und dann ist es eskaliert, es ist davon gerannt, er hat die Waffe geladen, entsprechend dann halt getroffen und ja, dann ist sie verstorben. Kurzerhand hat er 911 gewählt und der Polizei angerufen und gesagt, dass er seine Frau umgebracht hat, dass sie ihn doch auch verhaften und wo er ist. Und ja, nicht mal 5 Minuten später hat er gesagt, sie gehen den ersten Streifenwagen kommen. Und seitdem ist er inhaftiert. Das war Oktober 2000. Ich will, dass alle wissen, dass ich meine Tat sehr bereue.
Und ich schäme mich auch für das, was ich getan habe. Ich habe vielen Menschen sehr wehgetan, der Familie des Opfers und meiner eigenen Familie. Es tut mir unendlich leid. Wenn ich noch mal zurück könnte, würde ich alles anders machen. Katrin Studers Korrespondenz mit ihrem Brieffreund Luther füllt bereits mehrere Ordner. Sie sammelt alles, was er ihr schickt. Briefe, E-Mails und Karten. Also da schreibt er mir jetzt zum Beispiel in einem Kärtchen: Dankeschön, dass ich die Frau bin, die ihm die Freundschaft ermöglicht. Und er freut sich auf die tiefe Freundschaft, die wir mit der Zeit aufbauen können. Und das ist auch passiert jetzt? Ja, das ist passiert. Das ist jetzt wirklich für mich eine richtig tiefe Freundschaft geworden, die mir viel bedeutet. Ihr Brieffreund schreibt, wie es ist, rund um die Uhr in einer Zelle zu sitzen. Und von seinen Höhepunkten. Zweimal Hofgang pro Woche. Und was genau schreiben Sie denn? Wenn ich mit mir selber hadere, wo ich dann irgendwie gefrustet bin oder auch eine Art unzufrieden bin. Und wenn ich dann nur schon an ihn denke, denke ich mir für mich, was ich für eine blöde Kuh bin. Mir geht es eigentlich so gut, wenn ich dann an ihn denke. Sie betreut ihren Mann Daniel, der an einer Augenkrankheit leidet. Keine einfache Aufgabe. Aber bekanntlich ist ja alles relativ. Ich kann einfach rausgehen und es geniessen. Und das wird mir einmal schon bewusst, dass ich eine Art mein Leben mehr genieße, seit ich ihn kenne. Einfach, weil es mir vor Augen gekommen ist durch ihn, was ich alles habe, was er nicht hat. Wie gut, dass es mir geht. Patrick Gerber will Arzt werden und die Welt bereisen. Ihm sei bewusst geworden, was für ein Privileg es sei, Pläne haben zu dürfen und frei zu sein. Es hat ein amerikanischer Pfarrer, der die Traktinsassen betreut, hat mal gesagt, wenn ihn aber Leute fragen, wie das so sei in diesem Todestrakt, dann sage ich ihm, stell dir vor, ihr habt ein Haus mit einem Badzimmer. Geht in das Badzimmer rein, macht den WC-Deckel zu, hockt drauf, stellt die Klimaanlage ab. Stellt euch vor, das ist jetzt für die nächsten 3 Jahrzehnte euer Zuhause. Und jetzt muss man aber noch sämtliche soziale Beziehungen ausblenden. Und dann wisst ihr, wie ungefähr dass es im Todestrakt ist. Wenn man sich das überlegt und es in Relation setzt mit der Freiheit, die man sonst hat, ist das schon recht extrem. Wird es einem schon bewusst. Meine Freiheit ist hier drin, in meinem Herzen. Da fühle ich meine Freiheit. Wenn ich auf dem Hof bin und Felder sehe, dann belastet es mich. Ich war schon als Kind gerne draußen. Ich liebte es, lange Waldspaziergänge zu machen. Dort habe ich immer eine Verbindung zu Gott gespürt. Ich vermisse das sehr. Angela Heeb schreibt schon seit Jahrzehnten Menschen im Todestrakt. Oft mehreren parallel. Für sie als Pensionärin und Junggesellin ein ideales Hobby, das ihr helfe zu verhindern, dass ihr Englisch, das sie sonst nur noch wenig brauche, einroste. Ist das von Anfang an für Sie ein Teil der Motivation gewesen, dass Sie das Englisch aufbessern bei diesen Briefen? Ja. Und auch vielleicht ein bisschen sozial tätig gewesen. Aber eigentlich auch vorwiegend Englisch. Und ich schreibe gerne. So bist du natürlich dazugekommen. Eigentlich schon seit Jungen, wo wir noch kein Telefon hatten, habe ich eigentlich auch viel geschrieben. Als ich noch in der Ferien bin, da habe ich bis zu 20, 30 Karten geschrieben. Ja, das war mein Hobby in der Ferien. Oben auf dem Balkon habe ich Karten geschrieben. Ich habe auch gerne Karten rübergekommen. Also ich schreibe auch gerne. Schreiben. Hier habe ich Bilder auf die Seite getan, die ich denen auch schicken wollte. Was für Bilder?
Also hier die Kuh, die reitet. Also neben der Kuh reitet, anstatt das Ross zum Reiten. Hier zum Beispiel Gebrauch von der Schweiz, hier der Alpenruf, den es gibt. Hier habe ich auch auf die Seite tun, wie zum Beispiel in der Schweiz ein Grab aussieht. Ich tue einmal das Gouwe weg und dann tue ich einfach bis auf 20 Gramm tue ich einfach noch Sachen drin stopfen. Haben Sie denn auch zwischendurch zum Beispiel Fotos von sich selber geschickt, diesen Leuten? Ich mache nicht viele Fotos von mir selber, aber ja, eigentlich schon. Besonders vielleicht eben, wenn ich in der Ferien war, wenn andere von mir Fotos gemacht haben. Aber ich bin nicht speziell der Fotograf. Einmal habe ich dürfen von der Glückspost habe ich den Tag, kann ich sagen, jetzt zu dem ihr Beauty-Tag. Oh. Ja. Und da habe ich dann natürlich einen Beauty-Tag und dann habe ich ihr dann natürlich das Bild geschickt. Und dann, was haben Sie für Rückmeldungen bekommen? Ja, eigentlich nur positive. Und viele Leute haben gesagt, ja, wir würden doch nie darauf gerne kennen. Ja? Haben Sie gemerkt, im Laufe der Zeit, wo Sie jetzt mit ihm schreiben, das geht ja schon eine Weile, dass das auch etwas bei Ihnen ändert? Also laut meinem Mann schon. Er findet, ich sei eine Art ruhiger geworden, geerdeter wieder. Eben, ich habe vor guten 2 Jahren, wo er durch seinen kranken Einfall worden ist, habe ich für mich auch ein bisschen gehadert. Ich habe mir das Leben vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Und als ich ihn dann den ganzen Tag daheim hatte, ist das eigentlich gerade fast parallel, die Brieffreundschaft verlaufen. Und er sagt, ich habe mich durch das fest verändert. Ich kann mich wieder ein bisschen mehr für mich zurückziehen. Er fragt mich schon, was hat er geschrieben, wie geht es ihm, erzähl mal. Er ist auch der, der sagt, hey, das kommt mir in den Sinn, frag mal, wie geht das, wie macht er das? Aber die Brieffreundschaft ist eigentlich meine Freundschaft. Und da kann ich mich jetzt wieder zurückziehen und für mich sein. Und das tut mir eigentlich sehr gut, dass ich wieder für mich etwas habe, wo ich mich abgrenzen kann. Katrin Studers Brieffreund erfuhr im Gefängnis von der Möglichkeit, mit jemandem aus der Schweiz in Kontakt zu kommen und ließ sich auf eine Warteliste setzen. In vielen Fällen dauert es Monate oder Jahre, bis sich jemand findet. Wer also Kapazität hat, darf mehreren schreiben. Ich habe einen sehr intensiven Briefwechsel, sprich, also es ist wirklich fast täglich, wo er mich schreibt. Und da liegt es einfach fast nicht drin, noch einen zweiten zu haben. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann noch einmal einen habe, der so intensiv schreiben will, dann habe ich keine Zeit mehr für anderes. Und dann würde ich es demjenigen gegenüber nicht gerecht finden, ihm eine Art Hoffnungen zu machen. Weil die sind also wirklich enorm dankbar oder darauf angewiesen, dass sie jemanden haben. Und dann wäre es nicht fair. Also im Moment eher nicht. Könnte es daran liegen, dass Ihr Brieffreundschaftsherz schon vergeben ist? Ja, eigentlich schon. Aus einer Zweier ist in den vergangenen Jahren zunehmend eine Dreierbeziehung geworden. Gute. Der Brieffreund ist omnipräsent im Leben der Studers. Wie ist jetzt das für Sie? Ihre Frau hat ja intensiv jeden Tag Kontakt mit ihrem Brieffreund. Wie findet sie das? Also, als das Ganze angefangen hat, haben wir darüber geredet und ich finde das in Ordnung. Es ist für sie eine Abwechslung und es ist für sie ist es gut. Und für Sie? Ich muss sagen, ich akzeptiere es. So wie es ist, ist in Ordnung. Das Delikt sei kein Thema zwischen ihr und ihrem Brieffreund, sagt Katrin Studer.
Sie wisse nur, dass er verurteilt wurde wegen Vergewaltigung und Mord. Dass sie so jemanden in ihr Leben gelassen hat, verstehen nicht alle. Meine Tochter war mehr als ein Jahr sehr skeptisch. Sie hat das irgendwie nicht ganz eingesehen. Sie hat jetzt, was mein Mann nie als eine Art als Eifersucht angeschaut hat, aber ich glaube, meine Tochter hatte ein bisschen eine Art Angst gehabt. Jetzt hat es Mami zwei Männer. Irgendwie so in diesem Stil hat es mich gedunkt. Meine Schwester war eher dagegen, weil sie Angst hatte nach dem Motto, stell dir vor, das ist ein Mörder, wenn der mal aus irgendeinem Grund rauskommt, dass er zu dir kommt, dass er dir auch etwas antut. Ich denke mir, es ist wie ein Ventil. Sie kann, wenn sie etwas hat, das sie so beschäftigt, wo ob es jetzt um uns direkt geht oder nicht, sie hat jemanden, wo sie sagen kann. Andere Frauen, die mit anderen Frauen telefonieren stundenlang, oder? Und dann denke ich mir, er schaut sie als Mann an und gibt ihr eine Antwort auf das Problem, wo ich denke, er schaut es wirklich von einer dritten Seite an, nicht einfach frontal. Und ich denke mir, das ist gut so. Und es ist nicht irgendwer jemand, der dann jemandem etwas erzählt, sondern es bleibt doch irgendwie, ich sage, in der Familie. Ja. Würden Sie denn ihn zur Familie zählen, schon fast? Ja. Auch für Patrick Gerber trat das Delikt schnell in den Hintergrund. Aus einem fremden Mörder wurde ein enger Freund. Ich wollte ihn nicht meinen Enkel nennen und er mich nicht Vater oder so. Also habe ich entschieden, ihn Bruder zu nennen. Denn ich konnte nie so offen mit meinen Eltern reden, wie ich es mit meinem Bruder konnte. Also ist er eine Art jüngerer Bruder für mich. Und wir verstehen uns großartig. Wir sind sehr offen. Keiner hat vor dem anderen je etwas versteckt. Am Anfang kam es zu einer beiderseitigen Irritation. Als Patrick Gerber seinem tief religiösen Brieffreund nämlich sagte, er sei schwul. Ja, seine Reaktion darauf ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite hat er sich bedankt für meine Offenheit. Er hat mir gesagt, dass er Menschen grundsätzlich nimmt, wie sie sind und nicht verurteilen. Aber seine Sorge oder seine Bedenken, die er in Bezug auf die Homosexualität hat, dem hat er schon Ausdruck verleiht. Ich habe gesagt, Patrick, du kannst dich gegen die Homosexualität entscheiden. Das glaubte ich wirklich. Er antwortete, mein Coming-out war ein langer Prozess, den ich nicht freiwillig auf mich genommen hätte. Da wurde mir klar, wie falsch ich lag. Ich denke schon, dass er die Hoffnung hatte, dass ich die Entscheidung, also dass ich mich umentscheiden würde. Ich habe ihm dann aber einen langen Brief zurückgeschrieben und ihm erklärt, wie das mir gegangen ist. Das ist auch für niemanden. Einfach so, ah, es ist, wie es ist, okay, leben wir es halt so. Ich glaube, dass wahrscheinlich fast alle einen Prozess durchmachen. Lilia Alemann ist geschieden. Die Kinder sind erwachsen und aus dem Haus. Darum hat die gebürtige Mexikanerin Zeit, um spanischsprachigen Gefangenen zu schreiben. Sie hatte schon diverse Brieffreunde. Einer blieb ihr besonders in Erinnerung. Arturo. Sind wir bei der Besuch von den letzten Besuchen. Er hat viel Sport getrieben und er ist ein ganz starker Mann. Hier ist Arturo im Gefängnis bei seiner Taufe. Er hat sich bekehrt zu Jesus. Er hat Sachen gemacht, dass er bis am Schluss zutiefst bereut hat. Was denn? Eben Menschen umgebracht und in Einfluss von Alkohol und Drogen. Er hatte sich nicht in Kontrolle und er hat Sachen gemacht, dass später, wenn er frei war von den Drogen und sich besonnen hat, hat bis am Schluss von seinem Leben bereut. Der Schmerz, den er an andere Leute verursacht hat, hat er dann gesehen, aber es war nicht mehr das Leben von diesen
Menschen konnte man nicht mehr zurückbringen. Der Verein Lifespark ist nicht religiös. Lilia Alemann schon. Ihre Motivation ist Nächstenliebe. Und der Glaube prägt auch ihre Sicht auf die vielen Mörder, mit denen sie in Kontakt gekommen ist. Ja, bravo, bravo. Wir haben eine angeborene Graus gegen diese Art von Taten und das ist korrekt und ist gut. Aber ist nicht meine. Ich bin nicht dafür gesendet worden, die Menschen zu richten. Ich nehme es zur Kenntnis und es braucht mir manchmal Überwindung. Ich fokussiere auf den Menschen. Die Menschen, für die Jesus gestorben ist. Und ich versuche, sie zu sehen, wie Jesus sie sieht. Sonst habe ich keine Chance. Keine. Da wäre auch noch ein Foto. Es gibt natürlich Frauen, die schon gerne einen geraten haben. Hätten Sie sich das je vorstellen können, sich in so einen Gefangenen zu verlieben? Sie? Ich hätte es nicht unbedingt. Aber ja, also mein meisten ist ein schöner Mann. Also von mir her ist es ein schöner Mann gewesen, aber ich hätte mich jetzt nicht verlieben. Und auch von ihm seiner Seite, hat er auch gesagt, es geht nicht, wir können auch gar keine Partnerschaft haben. Also dort war es dann gegenseitig eigentlich, obwohl ist ein guter Typ gewesen. Also für mich, auf meiner Seite war es ein guter Typ gewesen, aber wir haben genau gewusst, es gibt auch keine Zukunft. Es gab einen Moment, dass man ist in die Gefühlsdings durcheinander. Wir haben die Sache thematisiert. Mit Arturo? Ja, er hatte mich gern. Und dann wir haben die Sache thematisiert und wir sollten uns miteinander fixieren auf das, was wir haben. Auf die Freundschaft? Ja, auf die Freundschaft und die Sache reinlassen. Und denn ich sehe, viele von den Gefangenen haben eine Freundschaft und es kommt sehr, sehr oft vor, dass sie machen aus der Freundschaft eine Mutter. Und ich sage auch alle meine Kollegen, ich darf deine Freundin, deine Kollegin, deine Begleiterin sein, deine Schwester in Christus. Aber nur das, ich bin keine Mutter und ich bin keine Ehefrau und keine anderes. Nur das. Wenn der Tag der Hinrichtung gekommen ist, dürfen die gefangenen Menschen, die ihnen wichtig sind, einladen, dabei zu sein. Auch ihre Brieffreundinnen, wenn sie wollen. Und was für Gefühle haben Sie denn an dem Tag? Wissen Sie das noch? Kein Gefühl. Schock. Schock? Ja, also man hat eigentlich kein Gefühl. Also Gefühle sind eigentlich vor und nach. Also das erste Mal, wenn natürlich der Brief kommt, ich komme jetzt ein Datum über und ich habe den und den ein Datum, dort ist natürlich dann so ein Gefühl. Und dann kommt auch die Trauer. Aber wenn es dann so weit ist, dann existiert man einfach. Und vielleicht nachher kommt dann wieder ein Gefühl, aber in dieser Zeit, wo dann das ist, ja, das ist eigentlich fast ein Schockzustand. Ich weiß nicht, wie es mir in dem Moment einmal wird gehen, wenn er mir sagt, ich habe das Datum gekriegt, ich werde jetzt dann und dann dafür umgebracht. Ich habe das Gefühl, mir wirft das enorm aus der Bahn dann in dem Moment. Da werde ich dann fest darauf angewiesen sein, dass ich eine Familie habe, die mich auffangen kann. Hatte Arturo Angst vor dem Tod? Am Anfang schon, nach seiner Bekehrung, er ist so erfüllt und er durfte Jesus in seinem Alltag begegnen, dass der Tod verloren gegangen ist. Und dann in diesen letzten Tagen, er hatte vollkommenen Frieden. Man sah, dass er war total locker. Eben das war ein paar Tage vor seiner Hinrichtung. Und war total ruhig. Es war, ich habe gesehen, er hatte natürlich in der letzten Moment
war mit den Nerven fast am Ende. Er hat gesittert und so. Kann sein, dass er Angst bekommen hatte am Schluss. Kann ich nicht verurteilen, aber die Stunden voraus, er hat gesagt, das seien die besten Stunden, die besten Tage seines Lebens. Die besten Tage seines Lebens. Die Tage vor seiner Hinrichtung. In den USA ist die Todesstrafe höchst umstritten. Viele Bundesstaaten haben sie inzwischen abgeschafft oder vollziehen sie nicht mehr. Also wir sind vor der Glasscheibe gestanden und er ist innen dran schon auf dem Bett gelegen. Er war auch schon zugedeckt gesehen. Also man hat nicht einmal die Hände hat man gesehen. Man hat eigentlich nur noch den Kopf gesehen. Und sonst war schon das Lindtuch drüber gesehen. Ja, und dann hat er noch die letzten Worte schwätzen. Dort habe ich natürlich sozusagen nichts verstanden. Und ja, dann ist das Gift reingelaufen. Und dann, ja, meine Frauen sind einfach dort gestanden. Und dann hat man gewartet und dann ist dann der Doktor gekommen und hat dann den Tod bestätigt. Also man hat dann einfach alles durch die Glasscheibe durchgesehen. Er verabschiedete sich von uns alle. Und war sehr ein sehr intensiver Moment, aber dann kam dann ich bin parat, er sagte, ich bin parat. Und bekam er dann diese Sache. Die Zeit ist still geblieben. Ich erinnere mich, es als keine Zeit mehr gäbe. Und die Minuten wurden eine Ewigkeit, bis der die Verantwortliche dort sagte, dass erklärt ihm tot. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist er zu Jesus gegangen und er ist frei jetzt von wirklich frei. Er ist wirklich frei. Ja, dann sind wir etwa noch eine Viertelstunde gesehen, 20 Minuten, und nachher sind dann alle wieder hingegangen. Also, ja, und ich bin dann auch retour ins Hotel. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Komischerweise hatte ich dann das Gefühl, er sei zu mir gekommen. Also ich habe dann einmal in der Decke oben so ein Licht gesehen, oder zwei, drei Licht. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt doch der mir noch verabschieden. Der Geist von ihm? Dann hatte ich dann das Gefühl. Ja. Also mir ist es eigentlich relativ gut gegangen. Also eben, ich habe dann die Licht noch gesehen und konnte dann auch gut schlafen. Und am anderen Tag bin ich dann natürlich abgefahren wieder Richtung Schweiz. Also ich habe dann am anderen Tag habe ich dann schon das Flugzeug in der Retour buchen können. Denkt man im Todestrakt ständig über seine Hinrichtung nach? Nein, überhaupt nicht. Man versucht, das auszublenden. Wenn man immer denkt, bekomme ich wohl heute mein Datum? Verliere ich meine Berufung? Das ist nicht gut. Ich denke, die meisten Menschen im Todestrakt versuchen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel mit einer Brieffreundschaft. Patrick Gerber mit seinem Partner, der schnell verstanden hat, wie wichtig diese Brieffreundschaft ist. Für Patrick Gerber, aber vor allem auch für dessen Freund im Todestrakt. Ja, ja. Generell braucht es sicher eine gewisse Offenheit, dass man das machen kann. Man sollte vielleicht schon ein bisschen im Leben also ein bisschen wissen, was man will. Und eine klare Meinung ist sicher auch nicht schlecht. Und dass man auch Sachen durchziehen kann, ist sicher sehr wichtig. Also das ist ja eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal vom Verein Lifespark, dass es eben langjährige, also zum Teil wirklich sehr langjährige Brieffreundschaften daraus entstehen. Und es wird davon abgeraten, anzufangen und dann wieder aufzuhören. Weil es halt für die Leute, die man mit einem schreibt, schon einschneidend ist, wenn man so einen Kontakt einfach abbricht. Und darum würde ich es nicht, vielleicht nicht jemandem empfehlen, der ja, sehr schnell für etwas begeistert ist, aber immer noch über eine sehr kurze Zeit. Und dann ist echt die Gefahr zu gross, dass halt irgendwann schnell mal der Reiz verloren geht und es dann auch im Sand verläuft. Und das wäre schade. Bald nach diesen Aufnahmen hat Patrick Gerber von seinem Brieffreund gehört,
dass seine jahrelangen Rekurse gegen das Todesurteil Erfolg gehabt hätten. Die Todesstrafe sei in lebenslange Haft umgewandelt worden. Sind Sie glücklich darüber? Nein. Man ist nicht glücklich über lebenslange Haft. Sind Sie erleichtert? Nein, ich bin auch nicht erleichtert. Als ich es den anderen Insassen erzählt habe, sagten alle: Gratulation zur lebenslangen Haft. Was? Wie kann man jemanden zur lebenslangen Haft gratulieren? Wenn ich eine Erleichterung verspüre, dann nicht, weil ich nicht hingerichtet werde, sondern weil ich nun ein bisschen mehr Freiheiten bekomme innerhalb des Gefängnisses und darum neue Aufgaben übernehmen kann. Was auch immer das sein wird. Dass ich weiterleben darf, muss einen Sinn haben. Und diesen Sinn will ich finden. Ich bin sicher, Gott hat einen Plan für mich. Vielleicht hat ja tatsächlich jemand Pläne mit uns und für uns. Mit denen in Freiheit und mit den anderen. Vielleicht geben sie einander ja ein wenig Sinn. Die Freien den Gefangenen und umgekehrt. Alle viele Freunde haben mir das gezeigt, dass sie dankbar sind für dieses Vertrauen und dass sie Menschen sind, dass sie als Menschen wahrgenommen werden. Das ist, was sie sehr gern haben. Darum muss man sie erinnern, dass sie Menschen sind, dass sie sich als solche verhalten.